Geschichten. Zwei fucking Tage, nachdem dieses eigentliche Video erscheinen sollte, es tut mir leid. Part 1. Hilfe, TJ wurde entführt, ich brauch wen für eine Aufnahme. Die Stimme kenne ich doch. Okay. Scheiße, warte. Robin, ich brauch dich. Bitte, jetzt, sofort. Du musst jetzt mit mir aufnehmen. Also, hast du nicht gerade noch League gespielt? Halt die Fresse, ich brauche ein Video für morgen. Ich bin da. Perfekt, danke dir. Hallo und herzlich willkommen zu DPA Season 2 mit meinem alten Teammate. Hey! Robin ist wieder da, TJ ist weg. Ich meine, wir hatten es ja schon mal in der DPA Season 1, dass ich mit Jeremy aufgenommen habe. Und mit René, glaube ich. Und auch, René. Ja. Ja, also Robin ist der Ersatz für TJ, falls ich irgendjemanden brauche, weil ich keinen Bock habe, das allein zu machen. Spieltag 3 tatsächlich. Spieltag 2, wisst ihr, was passiert ist? Wir sind wieder da. Und Robin, soll ich sagen, was auch noch da ist? Richtig. Das Team, was besser aussieht als die Nervensägen. Das da, Squirrel Union. Wir werden uns so hart roasten heute. Aha. Oh mein Gott. Wir lassen diese ganze Scheiße sein. Meine tollen 12 Kiddies und das sind der Sohn von unserem alten Rihonio. Ne? Vergiss es nicht. Apropos, wir fackeln nicht lange rum, sondern. Das Team sieht schon aus wie meins. Finde ich auch. Auf jeden Fall. Was machen wir jetzt nämlich als erstes immer richtig? Wir gucken uns das Gegnerteam an. Wir werden heute ein bisschen durchrushen, weil ich nicht viel Zeit habe. Mein Internet ist auch absolut scheiße zur Zeit, deswegen streame ich auch nicht. Es stürzt halt wirklich alle 2 Stunden ab und ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Memo Tales war es diesen Spieltag. Wir haben Flinchgott und Gengar. Gengar Scarf fickt uns komplett. Milotic brechen wir nicht. Olanga ist kacke mit Screens. Die Beldra ist ein Arschloch. Boltund ist uns zu schnell. Kikli ist okay. Sichlor ist nervig. Lycanroc kommt wahrscheinlich nicht mit. Das Ding in der Mitte sieht lustig aus. Kangama ist super. Ich mag das Mon, aber ich mag es nicht gegen es zu spielen. Und Bronzel ist eh ein Gott. Okay, damit wären wir damit auch fertig. Ich weiß. Also, Bronzel kickt euch halt komplett. Ja, Bronzel kickt uns komplett. Wir hatten auch so Angst vor dieses Bronzel, ne? Soll ich sagen, warum wir Angst hatten? Richtig. Weil wir auch fucking nochmal keinen Amphire dabei haben. Dazu kommen wir jetzt mit unser Team. Was wir alles dabei haben. Wir haben die Qualität habe ich abgesteppt vom letzten Mal, als wir aufgenommen haben, Robin. Ich glaube, das hast du bemerkt. Also, unser Team, please don't strike us, fight with the Memo Tales von Night Days und Sweet Pass. Muss ich was sagen, außer dass es einfach Insider sind. Nein. Wir haben unser Zoroark wieder dabei und diesmal kann es wirklich alles. Nein, also Zoroark war halt dafür da, ein Scarfly Beltra zu outspeeden. Und insgesamt ein bisschen Work zu machen. Gegen normales Gengar kann es gut ankommen und alles. Dann haben wir unseren defensiven Gott. Wirklich Gott. Robert. Unser Slowbro mit Assault West, welches fucking nochmal 2 Hits von einem Gengar tanken kann. Und das Gengar one-hitted. Ist es kein Scherz, das tut es. Ja. AV Bro ist halt nice. Ja, AV Bro ist nice. Wir heilen uns jedes Mal, wenn wir rausgehen. Und das Ding ist halt kaum tot zu kriegen vom Gegnerteam. Dann gehen wir weiter zu Gurgeist und Pixie. Gurgeist war halt der Plan. Ja, es kommt rein, ist so ein bisschen gegen Milotic. Bisschen was mit Poltergeist und Shadow Sneak gegen, keine Ahnung. Zum Beispiel Gengar, zum Beispiel Jirachi. So, insgesamt hat sie Anti-Geist-Sphäre, damit wir auch nochmal gegen Gengar vielleicht reinkommen können und es revengen können oder halt rein switchen und dann Shadow Sneak drücken. Wir wussten halt nicht ganz wieso. Auf jeden Fall, es hatte die Anti-Geist-Beere. Der Kampf ist doch ein paar Tage her, okay? Ich weiß nicht mehr alles. War ein stressiges Wochenende für mich, Bro, okay? Oh Gott. Pixie.
Pixie war eigentlich ein cooles Set. Wir haben wieder das Bettenpest-Set gespielt. Diesmal aber mit Magic Guards, weil wir dachten, Pixie soll selber mal ein bisschen Damage machen, wenn es kann. Mit der Anti-Stahlbeere gegen Jirachi. Damit wir vielleicht auch gegen Jirachi nicht sterben. Warum habt ihr nicht einfach Teleport gespielt? Schön. zu deinen Fragen kommen wir gleich alles. Du kannst dein Fazit am Ende abgeben. Ich meine, du bist eine unparteiische Person diesmal. Das ist das Geile. Unparteiisch. Ja, ich weiß, du hasst uns. Das ist das Ding. Ja. Mizzet Junior war basically mit Evolite und ein Rock Polish Set, womit wir schneller als alles sind, wenn es nicht Scarf ist. Tatsächlich. Ich verstehe das Set nicht so ganz. Ja, wir auch nicht. Wir haben am Ende bemerkt, wir hatten nicht viel Zeit fürs Teambuilding. Also, kurze Erklärung. Spieltag 1 war okay noch, Spieltag 2 war stressig, Spieltag 3 war stressig. Warum? Arbeitenphase vor den Herbstferien bei mir. TJ wurde entführt. Und TJ wurde entführt. Und dann haben wir halt ein klassisches Robin Manectic Set gespielt mit Protect. Anstatt Toxic. Oder gar Thunderbolt. Keinen anderen Move als Protect? Ja, Thunderbolt, Forward Switch, Flamethrower, Protect. Hat das nicht noch irgendwas anderes? Nö. Also, wir hätten Toxic oder Thunder Wave spielen können, aber... Oh, tut mir leid. Oder wir hätten Ice Fang spielen können. Ja? Wäre auch eine Idee gewesen. Aber hey. So. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen negativ eingestellt. Vielleicht spoilert das ganz leicht den Verlauf des Matches. Nee, aber insgesamt dein Fazit zu unserem Team. Perfekt. Finde ich auch. Also, Replay. Ich sag was jetzt am Ende. Ja. Wir sehen den Ficker, den zweiten Ficker, Milotic, Flygon, ich habe jetzt den deutschen Namen vergessen, Sichlor und das tanzende Etwas. Hä, hey, das ist mega. Ich weiß nicht, was das ohne Rain macht, aber egal. Eben. Aber wir dachten uns nur so, oh, okay. Sieht ganz gar nicht mal so kacke aus. Wir leaden einfach mit Zoroark. Da gab es erstmal das Problem, ja, wie leadet man denn mit Zoroark? Muss man es als erstes oder letztes auswählen? TJ sagt als letztes, ich sag als erstes, wir machen als letztes, wir leaden mit Gurgeist. Ich muss noch aus, dankeschön. Und damit leaden wir mit unserem normalen Gurgeist. Es war eine super Situation gegen Flygon. Und wir sind halt, glaube ich, jetzt hier direkt... nee, wir sind sogar drin geblieben, weil wir Boys sind und haben einfach Poltergeist gedrückt. Weil wir uns dachten, ach komm, fuck it, was soll das Ding schon gegen uns anrichten? Und das war auch so. Wir haben Poltergeist gedrückt und dann haben wir wieder Poltergeist gedrückt. Weil wir uns dachten, was soll das nächste Ding gegen uns anrichten? Und es ist halt wieder das Flygon. Deswegen hat das erstmal über die Hälfte Damage kassiert. Ne? Und dann sind wir rausgegangen und dann kam das Slowbro rein. Slowbro hat erstmal einen U-Turn kassiert. Ja, da, meine alten Internetprobleme. Ja, perfekt. Slowbro hat erstmal einen U-Turn kassiert und ist dann Energy Ball kam von Jirachi. Und Slowbro hat erstmal Shadow Ball gedrückt. 36% war okay, wir haben einen Drop bekommen, wir mussten aber dennoch raus, weil wir noch das Ding alive haben wollen. Kam durch den, wir wollten auch wissen, welches Item es ist, hatten wir Frisk genommen, U-Turn kam. Die hatten halt super viel Momentum halt in dem Game. Die sind halt Expert-Belt, ne? Ja, ich weiß. Expert-Belt war super smart in dem Matchup. Fable kommt rein und kassieren halt einen Dual-Wing-Beat. Drücken hier, glaube ich, CM tatsächlich sogar. Ne, Softboy, wir haben uns hochgeheilt. Jetzt drücken wir CM. Ja. Und Milotic kommt rein. Ne, wir sind sogar rausgegangen auf Slowbro. Oh mein Gott, warum? Habt ihr keinen Bettenpass gedrückt? Rain Dance. Shadow Ball kommt. Ja, und wir dachten uns erstmal, hey, warum Rain Dance? Haben wir uns angeguckt. Ah, ja, warte, da gibt es dieses tanzende Etwas, welches wahrscheinlich jetzt reinkommt. Wo wir uns aber dachten, was soll das gegen unser Team ausrichten, wenn wir einfach Psyshock drücken? Ja, gute Frage. Hat nichts getan eigentlich. Gurgeist kam rein. Wir haben herausgefunden, dass es Life Orb ist. Okay. Es hat Giga Drain gedrückt. Und was haben wir getan? Richtig.
angechippt. Ja, warum? Warum auch nicht? Da haben wir gesehen, Weatherball hatte es dabei für den Water Move. War das die stärkste Wasserattacke? Ich weiß es nicht. Ja. Natürlich ist das die stärkste Wasserattacke. Manectic. Dark Pulse. Oh, warte. Es ist ein Zoroark. Und es hat nicht Night Days gedrückt, Jungs. Ist das even possible? Es hat nicht Night Days gedrückt. Und jetzt diese Situation. Jungs, ich möchte es kurz erklären. Wir wussten, wir waren Zoroark. Wir wussten, es ist ein Gengar. Und wir dachten uns nur so, ist es Gengar Scarf, sind wir tot? Ist es Gengar nicht Scarf, sind wir nicht tot? Ich sage, drücken wir Dark Pulse. TJ sagt, nein. Ich, ja. TJ, nein. Wir gehen raus. Es drückt Shadow Ball und wir hätten überlebt. Aua, ja. Aber es war Gengar Scarf. Also, es ist ein Scarf-Gengar, das wussten wir aber nicht. So, dann kommt das rein. Doch, der Crit, das wusste man. Der Crit war halt lucky für uns, so. Aber halt nicht matternd, weil die Cover. Ne? Pixie kam rein und wir haben jetzt erstes Mal CM gedrückt. Flip-Turn kam, die drücken gehen auf Jirachi. Die drücken halt die erwartete CM. Und wollen dann halt jetzt direkt eigentlich ich glaube ein zweites Mal sogar drücken. Nee, ich glaube jetzt wollten wir ein zweites Mal drücken und jetzt, aber jetzt dachten wir uns, nee, wir passen lieber. Bei einem Flinch dachten wir uns, okay, wir passen. Zweiter Flinch, warum tut man uns das an? Die Flinches haben uns halt, ach Gott. Wir waren in einer Kacksituation, Manectic kam rein, Iron Head kam. Es war tatsächlich unser richtiges Manectic diesmal. Wir sind, glaube ich, gemegert und haben Flamethrower gedrückt. Weil wir uns dachten, ja, was sollen wir sonst machen? Wir haben damit das Ding auf minus 1. Es ist okay. Es war aber speziell, also war es nicht okay. Eigentlich stimmt man auf dem Ding Scorching Sands, weil das super nice ist. Ja. Wenn das defensiv ist, aber egal. U-Turn kam wieder gegen das Lamos und jetzt begann langsam schon dieses Problem. Ach du heilige Scheiße, wie kämen wir Milotic oder Flygon? Wenn beides alive ist. Ja. Und Problem war auch, Jirachi lebt. Wir haben wieder halt Dings gedrückt. Jirachi ist jetzt halt low auch. Wir wollten aber wieder rausgehen, damit wir nicht low sind auf fucking slow, bro. Und dann kam der U-Turn und wir dachten uns nur so, fuck, so rock. Dann kam das Gengar und wir dachten uns nur so, ach, das ist doch eh safe, nicht Scarf, sonst hätte es die Shadow Ball gedrückt. Ach, warte, das ist Scarf. Ja, gut. Hätte man vielleicht sehen können, wenn... Alles gut. Dann kam der Psyshock. Jetzt kam halt wirklich die Situation, was machen wir? Dann kam der Tailwind und wir dachten uns, das ist so heilige Scheiße, warum? Wir sind eh langsamer. Wenn wir einfach weiter drücken, dann geht irgendwie tot. Haben sich Roos gezeigt und wir dachten uns so, in dem Turn haben wir nämlich Ice Beam gedrückt. Eviolite. Ich weiß, das ist Eviolite defensives Set. Das war ein defensives Eviolite Set, ja. Und wir dachten uns einfach, wir drücken Ice Beam und die haben mit demselben Turn Roos gedrückt und wir waren abgefuckt. Haben wir Scald gedrückt und es geburnt tatsächlich im First Try. Fand ich super. Ja, das war smart. Dann kam das Rhydon rein und wir dachten uns, wir machen jetzt irgendwas mit Rhydon. Habe ich gehört. Wir machen jetzt irgendwas mit Rhydon, habe ich gehört. Ihr merkt schon, übel motiviert am Start wieder. Ich habe wirklich wenig. Hätte vielleicht die Rocks legen können. Ja, die Rocks wären halt... Wir dachten uns halt nur so, ach nee, das Match ist eh bald vorbei. Wir brauchen keine Rocks. Wir hätten gemerkt, wir hätten Rocks gebraucht. Aber das Match geht noch ein kleines bisschen. Ein wenig. Wir sind jetzt schneller. Und chippen hier einen Flygon an. Weiß nicht. Sieht so aus. Roost hat? Ja. Ja, wir wollten halt, glaube ich, sogar auf den Crit gehen, damit es low ist. Mach mal kurz Pause. Ja. Habt ihr wirklich erwartet, damit zu sweepen? Nein. Weil wir bemerkt haben, warum hatten wir nochmal Rocks dabei? Wir haben gemerkt, dass Rocks sind super. Nein, wir haben gemerkt, eigentlich ist das... kein offensives... Ja, ich weiß. Das Teambuilding war einfach scuffed, okay? Das Teambuilding war legit scuffed. Rock Polish war der schlechteste... Ihr hättet lieber mitnehmen sollen. Dann hätte ich wenigstens Schaden gemacht, aber so. Ich hab Milotic im Gegner-Team. Ich weiß. Und Flygon, die macht gar nichts gegen die. Ich weiß. Deswegen war es einfach scuffed. Es war einfach scuffed, dass wir. Unser Team-Meeting war einfach wirklich scuffed. So, und jetzt kam die Situation. Dumm, okay? Und jetzt kommt
jetzt wird es sehr, sehr ähnlich aussehen für die nächsten 30 Turns. Und deswegen gehen wir jetzt auf Fast, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, wir gehen auf Clefable. Clefable kann sich tatsächlich hochheilen. Oh mein Gott, das war uns wichtig. Und wir haben es wieder gegen... Nein, warum auch immer sie hier nicht Full Wingbeat gedrückt haben. Ja. Wir hätten einfach euer Clefable gekillt. Dann U-Turn, Slowbro gegen Flygon. Flygon, okay, macht Protect. Flygon drückt U-Turn, wir drücken Ice Beam in Hoffnung, dass es irgendwie versucht drin zu bleiben, aber die gehen auf Safe, drücken Flip-Turn, gehen auf Cypher, wir gehen auf Scald, wir killen es fast, das ist so gut wie tot. Gehen auf U-Turn, wir gehen auf Pixie und drücken tatsächlich, bleiben drin, weil wir Hoffnung hatten, dass mal nichts geflincht wird. Ne, wir wollten nämlich uns hochheilen, aber hey, dann nicht. Damit Kill gemacht tatsächlich noch mit Manectic. Und dann Earth Power. Und jetzt geht halt das Spiel die ganze Zeit los. Wir mussten auf eine Fehler warten oder es irgendwie Hex bekommen oder alles runterspielen. Lamus ist halt ein Gott, weil es jedes Mal, wenn es rausgeht, ist wieder full ist gefühlt. Deswegen, und da kam der Burn. 31%. Das war halt, da kam halt der Burn, während wir halt dead waren. So, dann kam der Flip-Turn. Wir leben immer noch mit einem scheiß Pixie und haben uns jetzt... Ja, immer ihr da nicht. Ich weiß warum. Weil TJ dumm ist. Das war TJs Play, dass wir mit Pixie, dass wir Pixie opfern. Manectic kam rein. Und langsam merkt man schon, es geht in eine Richtung 4-0 los. Weil langsam merken wir halt, wir können nicht Milotic und Flygon totkriegen. So. Und dann kam wieder ein Scald. Erschaffe ich mal ein Gedankenbild. Nein, im Kampf passiert nichts mehr. Ja. Wir können das ja jetzt einfach mal vor unserem geistigen Auge laufen lassen. Was könnte gegen Milotic und Flygon vielleicht funktionieren? Zwei. Du musst es nochmal wiederholen. Dein Internet ist weg. Dann nicht. Wir hören uns das gedacht. Geh ich mal wieder weg. Ja, jetzt bitte. Weil Wolski nicht tot bekommt. Vielleicht hätte man ja auf Manectric Toxic spielen können. Ich habe vorgeschlagen, dass wir Amphira mitnehmen, okay? Also, nee. Ihr hättet einfach auf Manectric Toxic spielen können. Ja, ich weiß. Aber TJ, so, nee, ich habe gesehen, Protect ist voll cool. Wofür? Ich weiß es nicht. In Gen 6 war das gut. Ja, aber nicht mehr. Jungs, sagen wir es so. Das war ein klarer Fall von... Wir haben versucht, alles aus unserem Team rauszuholen, aber wir haben Kacke gebildet. Und wurden geflincht. Aber das ist nicht kein Problem bei 60%. Da meckere ich nicht, ne? Bin ich ehrlich. Ist es halt mies Wenn gelaufen. Wenn du meckern würdest, würde ich auch. Würdest du auch was? Ja, genau. Würdest du auch verzweifeln, ich weiß. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Robin, da du wieder da bist, muss ich nicht mehr aus der ersten Season diese Sätze kopieren. Ich kann es ab jetzt aus der zweiten machen. Erweist du mir noch einmal die Ehre. Okay, Sekunde. Also, ihr sollt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und dann auf nicht personalisiert, sondern alle schalten, das ist wichtig. Dann das Video teilen, natürlich kommentieren, auch gerne mehrfach auf die Kommentare der anderen antworten, weil das ist alles Interaktion, das ist wichtig. Dann favorisieren geht ja nicht mehr. Wieder teilen. Teilen kann man ja überall, eigentlich auf jedem Discord-Server, auf Twitter, in Twitter-Diskussionsspalten, auf WhatsApp, überall. Was gibt's denn dann noch? Ihr könnt euren Freunden davon erzählen. Auch sehr wichtig. Ich glaube, ich bin durch, oder? Watchtime, ihr könnt das Video öfter als einmal schauen. Das ist auch wichtig. Es ist so geil. Oh mein Gott, du bist der Beste. Und was ihr auch machen könnt, ist bei den anderen Teilnehmern vorbeischauen. Alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das gleiche geht zu unserem Regelwerk und unseren Spielplänen. Und ich weiß nicht, ich glaube schon, soll ich den Discord unten reinpacken? Ich weiß nicht, mal sehen, vielleicht ist er auch unten. Genauso wie mein Twitch-Account und ein paar Links. Alles unten. Gönnt euch. Dankeschön. Bis dann. Ich blende euch jetzt. Ihr kriegt zum Ende einen Hund.
Ich komme wieder.